Die beengten Platzverhältnisse in einer Tenderlok schließen normalerweise ein angemessenes Klangvolumen aus. Nicht so bei dieser 86er von Fleischmann. Auch bei ihr ist wie bei anderen Fleischmann-Modellen der Lautsprecher anstelle der Kesselrückwand platziert und das ermöglicht die Verwendung einer relativ üppigen Membran. Die Folge? Lokpfiff und Auspuffschläge haben ein solides Bassfundament, auch die übrigen Maschinengeräusche profitieren vom Maxi-Lautsprecher. Bei dieser Lok ist der Ton allerdings zu laut eingestellt, er klingt verzerrt. Hier muss der Modellwarner erst noch Hand anlegen, indem er den entsprechenden Registerwert des Decoders korrigiert. Normalerweise hat eine 86er wie das Vorbild zwei Fenster auf jeder Führerstandseite. Um den Lautsprecher in der Kesselrückwand nicht allzu sichtbar werden zu lassen, wählt der Fleischmann als Vorbild für diese Version eine sogenannte Übergangslokomotive, wie sie als vereinfachte Form ab 1942 gebaut wurde. Denn die hatte nur ein Fenster auf jeder Seite. Modelle der Baureihe 86 baut Fleischmann in unterschiedlichen Ausführungen bereits seit 1993 und dennoch wirkt diese Lok durchaus auf der Höhe der Zeit. Den Kessel ziert ein Gemisch aus angespritzten und freistehenden Leitungen, wie es bei den Mitbewerbern durchaus ebenfalls noch anzutreffen ist. Die Radspurgrenze sind erfreulich niedrig und die Brünierung von Gestänge und Rädern ist so wie heute allgemein üblich. Noch ein Wort zum Gestänge von Fleischmann-Dampflokomotiven allgemein. Beim Vorbild arbeiten im Dampfzylinder auf jeder Seite zwei Kolben. Der obere verteilt den Dampf abwechselnd auf zwei darunter liegende Kammern und der presst den unteren Kolben dadurch nach vorn und hinten. Die Bewegung des Kolbens wird über die Kolbenstange auf die Treibstangen und auf die Treibräder übertragen. Durch einen Hebel ist die Schieberstange des oberen Kolbens mit den Treibstangen verbunden, wodurch die Dampfverteilung synchronisiert wird. Bei Fleischmann-Loks wird die komplizierte Hebelmechanik komplett und vorbildgerecht dargestellt, wie auf den Detailaufnahmen deutlich zu sehen ist. Bei Dampflokmodellen von Mitbewerbern ist das durchaus nicht genauso. Da ist das ganze System etwas vereinfacht dargestellt, indem die obere Kolbenschieberstange unbeweglich feststeht und der für dessen Bewegung zuständige Hebel nur über sie hinwegleitet. Andererseits bringt das Fleischmann offenbar nicht fertig, die Handräder am Kessel vorbildgerecht herzustellen, nämlich offen und mit Speichen versehen, wie auf Detailaufnahmen zu sehen ist. So hat jeder Hersteller seine Stärken und Schwächen und der Modellbahner kann das für sich Wichtige bewerten und danach entscheiden. Die Vorführung auf dem Schienenkreis der Präsentationsdrehscheibe fördert gnadenlos eventuelle Mängel in der Laufruhe eines Modells zutage. Bei dieser Lok war eine leichte Taumelbewegung zu sehen. Sie fällt im Anlagebetrieb möglicherweise nicht auf, aber die Großeinstellung des unbestechlichen Kameraauges nimmt sie wahr. Ausführung und Beschriftung reihen die Lok in die Epoche 3 ein, das ist die Zeit der Deutschen Bundesbahn von 1945 bis 1970.